Man könnte meinen, es sei eine gute Nachricht. Das Bundesverwaltungsgericht hat einem Eilantrag folgend das Kompaktverbot vorläufig gekippt. Gut an der Entscheidung ist, dass das BVG den Artikel 5 des Grundgesetzes so hoch bewertet, dass es durch das Feser-Kompaktverbot die Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland möglicherweise verletzt sieht. Sieht man sich allerdings die Urteilsbegründung näher an, ahnt man, mit welchen Bauchschmerzen sich die Richter zu einer Begründung durchgerungen haben. Wie die Sache in einem Hauptverfahren ausgehe, sei völlig offen, so die Juristen. Und der Ministerin schreiben sie ins Poesiealbum, dass ihre Vorgehensweise, nämlich Kompakt und Kompakt TV wie eine Terrorzentrale mit Dutzenden von vermummten Polizisten heimzusuchen, sämtliches Arbeits- und Büromaterial zu beschlagnahmen und gleich auch noch die Konten abzuräumen, sei rechtlich nicht zu beanstanden. Auch die abenteuerliche Konstruktion Kompakt mal Nolens Volens zum Verein zu erklären, sei erst einmal völlig okay. Bauchschmerzen haben die Richter ja nur, weil Kompakt nun einmal ein Presseorgan ist und nun kommt wieder der Artikel 5 Grundgesetz ins Spiel. Heißt im Klartext, sind Sie kein Journalist, aber ein Gewerbetreibender oder Unternehmer und äußern sich regierungskritisch, kann Sie, das ist kein Witz, eine Innenministerin flugs zum Verein erklären und ihren Laden dicht machen. Merke, ungewünschte Meinungsäußerungen können schnell zur Vernichtung ihrer Existenz führen. Schwammig dagegen sind die Ausführungen der Richter, wenn es um die Verbotsbegründung geht. So gern sie es vielleicht wollten, um die verfassungsmäßig garantierten Grundrechte kamen auch sie nicht herum. Und diese Grundrechte führen eben dazu, dass die Kompaktbeiträge in weiten Teilen nicht zu beanstanden seien, so das Gericht. Allerdings enthielten diese einige Passagen, die die Menschenwürde verletzten. Und fortfolgend wird nun wieder aus einem Presseorgan ein Verein, wenn die Richter schreiben, fraglich sei, ob diese Passagen für die Ausrichtung der Vereinigung insgesamt derart prägend sind, dass das Verbot unter Verhältnismäßigkeitspunkten gerechtfertigt ist. Um Frau Feser eine Brücke zu bauen, fügt das Gericht ungefragt übrigens einige Tipps zum künftigen Umgang mit Kompakt an. Man könne denen ja auch ohne Verbot medienrechtlich beikommen. Auch Veranstaltungsverbote, orts- und veranstaltungsbezogene Äußerungsverbote sowie Einschränkungen und Verbote von Versammlungen böten sich dadurch als rechtlich zulässige Kampfinstrumente an. Um den Sack so richtig zuzumachen, ordneten die unabhängigen Richter gleich noch die Totschlagkeule für Kompakt an, indem sie verkünden, die beschlagnahmten Beweismittel kann Kompakt vorerst nicht zurückverlangen. Sie werden weiter gesichtet, wie das Gericht entschied. So komme man auch den Interessen des Ministeriums nach. Klar, Frau Feser kann die gesamte Infrastruktur, besonders die Computer von Kompakt, weiter filzen. Und was für ein Medium, das ohne Archiv arbeiten muss, tausende von Fotos nicht zur Verfügung hat, brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht näher zu erläutern. Die Frage bleibt ebenfalls, unterliegen die Konten von Kompakt auch der Beweissicherung? Na, was glauben Sie? Ein Postskriptum erlaube ich mir anzufügen. Haben Sie das dröhnende Schweigen der Bundesregierung und von Frau Feser gehört? Die wenigen kritischen Stimmen aus CDU und FDP? Rechtsstaatspartei FDP, merke ich da an. Ich verrate Ihnen, wie es weitergeht. Frau Feser wird sich auf die Formulierung des Bundesverwaltungsgerichtes stützen, das den Ausgang des Hauptverfahrens ja nach wie vor völlig offen sieht. Und sie wird im Amt bleiben. Rücktrittsforderungen gibt es nur von Alice Weidel und der AfD. Ansonsten Pfeifen im Walde. Verantwortung tragen, Anstand, Pflichtgefühl, das sind doch Begriffe aus der Nazi-Kiste.